grüße euch, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Gruppenstunde. Mein Thema ist heute vom Bösen lösen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir überhaupt die gute göttliche Kraft empfangen können. Müssen wir uns vom Bösen lösen. Der Bruno Gröning hat gesagt, der Mensch muss, um das wahre Göttliche zu erhalten, seelisch darauf vorbereitet sein. Wir erneuern die Kleidung, die Wäsche, alles, was der Mensch auf dieser Erde geschaffen. Er erneuert es, er erfrischt es, er versucht es immer wieder neu, sauber zu erhalten. Aber an sich selbst, an seinen eigenen Körper, an sein Inneres hat er noch nicht gedacht. Das ist das Äußere, aber das Innere ist meistens nebensächlich. Besser ist ja, wenn der Mensch sich von vornherein gleich sauber hält. Ich sage nach wie vor, wie sich jeder bettet, so schläft er. Das Äußere macht es nicht, das Innere ist es. Ein großes Thema, dieses Lösen vom Bösen. Und wir hören dann auch in der Originalsprache von Bruno Gröning, hören wir dann einmal ein paar Worte, was er dazu sagt. Und ich spüre zur Musik und ihr löst euch von allem Bösen. Liebe Freunde, so Sie dem soeben Gehörten gut gefolgt, werden Sie genau wissen, worum es hier geht. Es geht, einfach gesagt, um Sie selbst. Es geht hier um jeden einzelnen Menschen. Es geht hier
um den wirklich wahren Glauben. Es geht hier um den Glauben an Gott. Und dieser beginnt erst, so der Mensch hier zur Selbstbesinnung kommt, so dass er weiß, was er für sich, was er für seinen Körper nötig hat. Ich weiß, dass die meisten Menschen, ja, ich müsste sagen, fast alle Menschen heute nicht mehr das Rechte von sich selbst wissen. Aber wenn wir, liebe Freunde, dieser Lehre, das heißt die Lehre Christi genau befolgen, dann werden wir, wie jeder auch im Einzelnen gesehen, den Erfolg für sich verbuchen können. Natürlich sind Menschen einer ganz anderen, einer rein menschlich-irdischen Lehre im Laufe der Jahrhunderte verfallen. Heute weiß der Mensch nichts mehr von sich. Er hat das natürlich, das Göttliche beiseite gestellt. Er hat sich selbst aufgegeben. Er selbst hat es nicht mehr für nötig befunden, seinen Körper Beachtung zu schenken. Er tat einfach nur das, was er von sich aus für richtig hielt, so er es verstanden hat. Liebe Freunde, ich will mich auch Ihnen hier über das Mikrofon ganz kurz vorstellen. Nicht, dass Sie womöglich wieder mal in einem anderen Glauben verfallen. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, ich weiß nicht viel. Ich weiß weiter nichts als nur das, was Menschen heute nicht mehr wissen. Nicht mehr wissen können, wie ich gerade soeben sagte, dass sie dem Menschlichen verfallen und dass der Mensch alles so menschlich und nicht mehr göttlich nimmt. Darum, liebe Freunde, ist es traurig, traurig um jeden einzelnen Menschen bestellt. Er findet nicht mehr den Weg, wie ihm dieser Weg von Christus aufgezeigt worden ist. Er weiß nicht mehr, was Wahres ist. Er, der Mensch, ist eher und mehr oberflächlich geworden. Er ist, praktisch gesagt, jeder großen Sünde verfallen. Ohne dass er es weiß, ohne dass es überhaupt wahrnimmt, ohne dass ihm überhaupt hier das Gewissen plagt. Das heißt, er fühlt es mehr oder weniger überhaupt nicht mehr. Was er fühlt, ist das eine, dass die Unstimmigkeit nicht nur um ihn, sondern in ihm eingedrungen ist. Und jeder dieser, auch Sie, liebe Freunde, werden sich selbst die Frage stellen, wie ist das alles nur möglich? Wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass das Übel ihren Körper erfasst hat, indem sie sich wirklich nicht mehr wohlfühlen? Indem sie doch die Wahrnehmung selbst gemacht haben, dass ihr Körper ihnen nicht mehr gehorcht, dass sie ihm keine Befehle mehr erteilen können, denn er ist gewissermaßen in einen Streit getreten. Hier und dort zwickt's und hier und dort sind Organe, die nicht mehr zueinander arbeiten. Das heißt, wie sie überhaupt den Auftrag zu schaffen haben, sodass dieser ihr Körper, wie er der Körper doch ein gesamtes Werk ist, aus dem wir, das heißt jeder Mensch, die Lehre ziehen sollte, dass Gott und sein Werk in unserem Körper beigegeben hat und aus dem wir da dann erkennen können, wie groß und mächtig Gott ist. Aber ich weiß, dass viele, auch Sie, liebe Freunde, nicht das Geringste wahrgenommen haben. Sie haben eine ganz andere Lebensauffassung. Sie lebten dem nach, wie ihre Vorfahren es ihnen vorgelebt. Und die ihnen dann eine Lehre mit auf den Weg gegeben. Und dass die Menschen sich mehr oder weniger nach dem irdischen Gesetz richten und dass sie womöglich alles nur dazu tun, um diesem auch zu folgen. Aber hier möchte ich jetzt nicht zu weit greifen,
denn dann würden sie mich nicht verstehen. Nun beschränke ich mich auf eines. Und das ist immer wieder nur das, dass der Mensch jetzt endlich einmal zur Selbstbesinnung kommt und dass er weiß, dass er ein göttliches Geschöpf, ein göttliches Wesen ist. Und dass Gott selbst es ist, der ihm diesen einen, seinen Körper, doch für ein Erdenleben verliehen hat. Das heißt, dass Gott uns hierher gesandt und dass Gott uns von dieser seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit nicht was, sondern das sagen und auch zeigen will. Aber wir sind nun mal erdgebunden durch diesen unseren Körper. Und da ist doch die erste Pflicht, die erste Aufgabe eines jeden Einzelnen, dass er diesem seinen einen einzigen Körper Beachtung schenkt. Und dass er diesem seinem Körper auch das zukommen lässt, was Gott für ihn bestimmt hat. Denn wenn ich jetzt zu bestimmten Gleichnissen übergehe, meine lieben Freunde, dann werden Sie mich noch besser verstehen. Aber ich stelle fest, dass ich dieses auch deshalb tun muss, um Ihnen das wirkliche Verständnis dafür beizugeben, damit Sie erstmal sich selbst verstehen und damit Sie erstmal zur eigenen Erkenntnis kommen. Aber dieses wird erst nur dann möglich sein, so Sie sich selbst, deutlicher gesagt, Ihren Körper Beachtung schenken. Und indem Sie, wo Sie doch, das heißt, Ihr Körper von dem Übel erfasst worden ist, wo Sie selbst sagen, er ist nicht in Ordnung, Sie würden das eine Wort gebrauchen, er ist krank. Oder hier und dort ist die Krankheit. Sie behaupten sogar, das ist Ihre Krankheit. Ja, Freunde, von Ihrer Seite aus gesehen mag es richtig sein. Aber von der wirklich wahren göttlichen Seite aus gesehen, ist es grundfalsch. Denn das Übel ist um uns. Und der Mensch kann das leicht, sehr leicht in sich aufnehmen, so er sich nur ein einziges Mal in Vergessenheit bringt. Indem er wirklich nur auf Menschen hört, ob sie Erfahrung gesammelt haben oder nicht. Denn hier im Leben ist es doch so unter den Menschen, dass die meisten von sich aus nur ihre Meinung ihnen sagen, nicht Überzeugung. Und wenn sie weitergehen, dann werden sie auch festgestellt haben, dass Menschen immer wieder sagen, ja, ich habe ja alles Mögliche versucht. Versucht hat der Mensch, seine Nächsten von dem Übel zu befreien. Auch Sie selbst, liebe Freunde, werden alles Mögliche versucht haben, um von diesem Übel frei zu werden. Und wenn Sie sich jetzt selbst die Frage stellen, ja, was hat Ihnen das eingebracht? Sollten Sie nicht gleich zu dem greifen, zu dem Sie gehören, und das zu Ihnen gehört, dass in Ihrem Körper auch die Ordnung herrscht? Sollten Sie nicht gleich das Richtige tun oder sollen Sie erst die Versuche anstellen? Sollen Sie erst nach den Meinungen Ihrer Mitmenschen leben oder sollten Sie überhaupt nur immer wieder den Versuchungen ausgesetzt sein? Denn jeder Mensch selbst ist ja das Übel, das heißt, indem er sich mit dem Übel abgibt, statt sich von diesem zu befreien, indem er das Übel behandelt, indem er ja nur versucht, von diesem Übel befreit zu werden, aber niemals den Gedanken in sich aufgenommen, dass er jede Pflicht und Schuldigkeit hat, sich selbst von diesem Übel zu lösen, von diesem Übel zu befreien. Nie ist er dazu übergegangen. Denn er blieb auf dem Weg der Versuchung. Tatsache ist doch ganz bestimmt, was auch Sie selbst sagen werden, dass in diese vielen Versuchungen zum Übel wurden. Dass das Böse aus Ihrem Körper nicht schwand, sondern ihn
mehr und mehr erfasst und ihn somit ganz herabgewürdigt, sodass sie ihn heute nicht mehr voll nützen können. Ich weiß, dass viele von Ihnen sagen werden, ja, ich glaube doch, ich bete doch, ich gehe doch zur Kirche. Einfach gesagt, ich bin doch ein gläubiger Mensch. Er wird auch sagen, ich bin ein Christ. Ja, liebe Freunde, zu dem gehört noch viel, viel mehr, um ein wirklicher Christ zu sein. Liebe Freunde, was für eindringliche Worte von unserem Freund Bruno Gröning. Er hat gesagt, die Reinigung muss eine gründliche sein. Nicht bloß so ein bisschen da, ein bisschen dort. Gründlich. Dann können wir gesund werden. Dann kann das gute Göttliche in uns kommen. Aber wir müssen uns erst einmal gedanklich davon befreien. Ja, liebe Freunde, ich spüre jetzt nur Musik und ihr könnt jetzt nur bitten für eure Herzenswünsche. Ich bitte für die ganze Schöpfung Gottes. Und seid sehr dankbar. Sprecht's, mein lieben Gott, lieber Gott, ich bin dankbar, dass ich auf dieser Erde sein darf. Und ihr sagt's, für was ihr dankbar seid. Und wir bleiben dann auch noch ein bisschen in der Stille und beobachtet euren Körper.
Liebe Freunde, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende von unserer Gruppenstunde. Der Bruno hat gesagt, was nicht hineingehört, muss hinaus. Und wenn wir wirklich die Gesundheit wollen, dann müssen wir uns von dem Bösen lösen. Wir dürfen ihm keine Energie, keine Kraft mehr geben. Dann kann Gott uns helfen. Sonst funktioniert es nicht. Ja, ihr Lieben, schaut's drauf, dass wir das Böse schon gar nicht mehr aufnehmen, weil dann braucht man es nicht immer wieder abgeben. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und ich freue mich auf die nächste Gruppenstunde mit euch. Pfiat euch!